Einer meiner Kontakte sagt, in Fortune Valley liegen einige stillgelegte Autos herum. Ein gescheiterter Haustier vielleicht. Wie auch immer, falls ihr sie findet, bringt sie doch zum Airfield. Ja, moin, liebe Zuschauer, und willkommen zurück zu Need for Speed Payback. Ja, lang ist es her. Haben wir wieder kurze Sinn? Ach, gehen wir nicht auf den Sender. Was willst du denn? Mach ich, wenn ich da Bock drauf habe. So, wir machen mal was anderes als die Hauptmission oder Hauptstory heute. Wir machen mal die, man sagen, die Time Attack mit dem Audi R8 V10. So, kann ich auch schnell bewegen? Nein, natürlich nicht. Muss hinfahren. Super. Gibt's in deiner Nähe? Ne, hier ist zu. Ne, komm, wir fahren mal heute hin. Boah, ein bisschen einfahren wir noch. Wir sind wieder dran gewöhnt. Ah, die Autos muss ich mal ein bisschen umbauen. Ja, sozusagen, das ist jetzt mittlerweile. Wir sind kurz vorm Ende. Ich denke mal, sind sie jetzt die letzten Rennen jetzt. Wo wir neue Crewmitglieder Transport holen können. Ich denke mal, in der nächsten Runde, dann geht es ein bisschen heißer zur Sache. Brauchen wir noch ein neues Fahrzeug. Ich habe mal schon eins ausgeguckt. Ich denke mal, der Tyler wird ein Evo bekommen. Was bekommt der Mac? Mac behält sein 180er. Fürs Gelände. Gelände ist schwierig, da ist der Subaru wirklich sehr treu. Ja, Drag behalten wir auch den Mustang. Ja, für die Cop-Mission tendiere ich mal so zum BMW hin. Zum M4 oder zum M5, je nachdem was ich da zur Verfügung gestellt bekomme. Ja, dann mal schauen. Und ganz großer Hype für mich jetzt momentan heute. Also das Video wird wahrscheinlich nächste Woche irgendwann noch rauskommen, wenn ich die Zeit dazu finde. World War 3 kommt heute raus, beziehungsweise heute Abend. Ich denke so gegen 18, 19 Uhr wird das für uns endlich mal released werden. Andere YouTuber, die konnten das schon gestern oder vorgestern anzocken. Und für die ganz Otto-Normalverbraucher, so wie mich zum Beispiel, ja, die dürfen heute ran. Dann wird es auch in der Zukunft wohl eine kleine Abwechslung zwischen Need for Speed und World War 3 geben. Da habe ich richtig Bock drauf, es ist so ein, kann man sagen, ernster Gegner zu Battlefield und COD. Ach, der ist schon das Zeitrennen. Ich fahre schon fast vorbei. So, jetzt bin ich mal gespannt. Time Attack GT Masters sozusagen kann man. Hallo, wo ist das Event? Hier ist es doch. Boah, 2,25 kriegen wir wohl hin. Na, ich. Nee, komm, lass ich mal. Jetzt bin ich mal gespannt, wie der sich fahren lässt, der Wagen. Sponsored bei Castrol. Oh, schicker Sound. Ich bin das doch gar nicht gefahren, sondern gar keinen anderen gesehen. Das finde ich auch sozusagen neu. Diese Eventreihe. Bin mal gespannt, wie der Wagen sich hier schlägt. Den Audi mochte ich damals ja schon, als er rauskam. Aber leider nicht als V10, sondern als V8. Das fand ich ein bisschen sehr schade, weil als V10-Variante wurde mir der Le Mans vorgestellt, als Le Mans Quattro. Sehr schönes Auto. Mit LED-Scheinwerfer an allen drum und dran, was ich mir vorstellen kann. Und auf dem Markt, was kam? Nö, nichts erinnern. Ja, und ein V8, wie ich gerade gesagt habe, gefiel mir nicht so. Jetzt die neue Variante V10 Plus. Ja, das kommt dem R8 wohl wirklich entgegen, so wie ich den gerne haben wollte. Leisten kann ich mir sowieso nicht ein Warenleben, das Auto. Der kostet ja unendlich viel Geld. Boah, was wird der kosten? 200.000, schätze ich jetzt mal. Ich weiß den Listenpreis gerade nicht. Aber so mit einem Kollegen nochmal drüber gesprochen, über dieses Fahrzeug. Nein, von der Kupplung her, diese Doppelkupplungsgeschichte, das ist einfach der letzte Scheiß. Einfach der letzte Mist mit den Dingen. Wenn die mal kaputt geht, Leute, das ist eine Fummelei schlechthin, um die ganzen Lamellen auseinander zu kloppen. Wenn mal irgendwas dran sein sollte. Ui, gibt's ein bisschen Feuerwerk.
Ja, ansonsten schön anzusehen, aber da gibt es Sachen, wo man sagen könnte, nee, ist dann doch nicht so. Wirklich mein Auto. Bei mir schreckt die Kupplung einfach nur ab. Siehe, bestes Beispiel bei JP, etwas ein bisschen übertrieben den Turboaufbau. Zack, Getriebe zerfetzt. Ja, ich will nicht wissen, was so ein Getriebe neu kostet. Weil der das komplett zerschossen. Ihr könnt euch das Video dazu angucken. Einfach genial. Oh, gut, dass ich die Kurve so genommen habe. Wo geht's jetzt lang? Ja, natürlich, abseits der Straße fahren wir. Den Coin hätte ich mitnehmen können. Ich tue es natürlich nicht. Ist es auch völlig egal. Ja, auf jeden Fall, das Getriebe sah sehr schön aus. War ein schönes Loch dabei. Als Sauger reicht der Wagen optimal aus. Außer man macht das Ding nicht auch für Drag fertig, nur für Drag. Dann nimmst du den ganzen Motor auseinander. Machst ihn ordentlich fertig, genau wie das Getriebe. Verstärkst du nochmal. Ne, verstärkst du das Getriebe nochmal ordentlich. Dass sie das auch aushält. Weil ohne weitere Upgrades bei so einem Umbau, bei so einem krassen Umbau gerade, dann müsst ihr alles machen. Lass sie nichts vergessen. Das vergessen die meisten, aber die knallen sich einfach irgendwas drauf. Auf gut Glück. Und das erste, was dann zu nahe geht, ist dann die Kupplung. Ganz schlimm ist das dann Getriebe. Dann fehlen auch die Bremsen bei manchen. Also die gehen nur mit halben Sachen an solchen Umbauten ran. Wenn man einen Umbau macht, dann müsst ihr alles mit einberechnen. Das neue mit dem Turbo-Kit geht ja auf den thermischen Bereich ein ganz anderes Niveau rein. Dann müsst ihr so viel beachten mit Öldruck, dann müsst ihr Benzineinspritzung noch optimal kalkulieren. Und. Also könnt ihr euch stundenlang was drüber erzählen, aber abgeschlossen, sehr schön. 3,48. Ja, 3,57 waren gegeben. Haben wir locker geschafft. Spitzengeschwindigkeit weiß ich gerade nicht. Ich denke mir, 2,25 hätten wir locker schaffen können. Ach, sind nur 3 Events. Schade, ich habe mal wieder vergessen, die Zeit einzuschalten. Ach egal, komm, wir ziehen die 3 durch. Ach, mit Jazz machen wir das Ganze. Ich will nichts hören. Hey Jazz, hier Rev. Ja, komm, diesmal machen wir das. Das ist dasselbe. Ernsthaft? Ich fasse mal. Da passt was nicht. So, da bin ich wieder zurück. Ich habe mich gerade ein bisschen vertan. Muss das Rennen nochmal fahren. Und zwar. Entschuldigung. Einmal kurz verschluckt. So ist das nächste Rennen. Ach, hier unten. Da kann ich mich ja zum Glück hinporten. Ich würde gerne schnell bewegen. Ach, gib uns vor. Tanke ganz schnell hin, super. Ich hatte nicht beachtet, dass es, sag mal schnell, dass die Events uns nochmal aufploppen. Aber der Audi lässt sich richtig, richtig geil fahren. Trotz Allradantrieb, super Auto. Also es könnte schon ein Favorit werden für den, ja, sag mal, für das Endauto. Mit unter den Evo, weil Evo will ich da ganz gerne fahren. Ja, wir nehmen eine ganz kleine Abkürzung, ab durchs Gelände. Oh, jetzt bin ich mal gespannt. Ein Range Rover. Hm, ich bin gespannt, wie der sich fahren lässt. Das, was am Knarzen ist im Hintergrund, das ist mein Bürostuhl. Was ist das denn hier? Ach komm, versuchen. Einfach versuchen. Was ist das für ein Ungetüm hier? Ja, natürlich. Mit dem Klotz soll ich driften. 82 Meter Unterbrechung. Lässt sich überhaupt nicht schwergängig fahren, der Wagen. Kein bisschen, nein. Ach, geht doch. Hast du dir da vorgestellt mit dem Wagen?
Okay, der geht auch wie... Ey, ich kann's auch nicht gerade beschreiben, der Ding hier um die Ecke geht. Ein fahrender Schuhkarton ist das. Ja, genau. Alter Verwalter. Also mit denen würde ich nicht so gerne den nächsten Rennen fahren. Das ist doch nicht so meins. Würde ich wohl ganz gerne in den Subaru weiterfahren. Wird jetzt auch ein bisschen schnittiger. Und von der Zeit her, das höre ich mal dieses Runterzählen. Das ist mal ganz knapp. Und wir dürfen noch springen. Oh verdammt, ich springe genau falsch. Nein! Ich muss doch hier durch. Ein kleiner Jump werden. Etwas Versprung gerade. Nur was mal hier hoch. Meine Fresse, ey, komm, durchs Tor noch geschafft. Noch so gerade eben in der Spitze. Was haben wir denn da? Ein bisschen Müll zum kaputt machen. Zack, die ganze Front ist im Eimer. Ist klar, ist klar. Natürlich. Ja. Oh, zum Glück ist das Ziel. Nee, nicht meins. Absolut nicht meins. Ja, besiege 2-7. 2-2 sind wir gefahren. Ja, kann man machen. Braucht man nicht wissen. So. Was dürfte man als nächstes fahren? Als nächstes dürfte Tyler dran sein. So, was sagt denn die Map? Ja, ganz toll. Ich sehe das Auto nicht. Was ist denn das für einer? Da schon mal 5,0 steht, würde ich sagen, das ist ein Mustang. Hier unten wäre mal gewesen. Ich sah absolut nichts in der Nähe, ne? Geil. Gut, dann gucken wir da unten erstmal nach, ob es ein paar Tankstellen gibt. Für die Zukunft. Nervt mich nicht. Würdest du was für mich abholen? Du weißt, nein. Es wird dir gefallen. Ich schicke dir die Infos. Oh. Sieht ja sehr interessant aus. Das Design habe ich ja gar nicht mehr in Erinnerung gehabt. Hat den mich auf jeden Fall behalten. Also ist so mein kleiner Liebling. Weil so warum Gelände ist einfach nur geil. Gibt nichts Schöneres. Schade, dass sie keine älteren Versionen davon in diesem Spiel eingebracht haben. Also solange einer in den Brezel dabei ist, kann man ihn durchnehmen. Schöne Autos. Komm, geh schon. Hier ist irgendwas Event. Wo ist denn das? Hallo? Plopfst du mal auf? Ja, ist egal. Hä? Ach, ich durchpaddel. Meine Güte. Um auf die Map drauf zu gucken, dass ich noch weiter muss? Nein. Oh, das tut mir leid. Hab mich den Zaun mitgenommen. Muss eh erneuert werden. Sieht nicht mehr ganz so schön aus. So, Driftzone. Gucken, was der Wagen kann. Okay, nichts. Der will nicht driften. Der hat gar keinen Bock. Aber jetzt. So früh. Multiplikator kaputt gemacht. Die Kurve verhauen. Es ist zum Heulen. Immerhin 6700. Ja, genau. Wir nehmen alles mit. Alles, was geht heute. Das verstehe ich überhaupt nicht. Das Ding ist zwar für Gelände geeignet, kann aber nicht driften, so vernünftig. Normalerweise können das die Offroad-Fahrzeuge doch am besten. Das heißt am besten? Am besten sind natürlich reine Drifter, aber danach folgen die Offroad-Fahrzeuge.
Ja, wieder im Gelände. Ach nee. Oh, ein Coin. So. Was haben wir jetzt hier? Natürlich. Machen wir. Alles nebenbei. So, Mustang. Ja, sag ich doch. Wir fangen im Gelände an. Ganz toll. Ja, wir nehmen auch keinen Baum oder sonst irgendeine Bande mit. Wir fahren das sauber durch. Mit Sicherheit, ey Leute, was habt ihr euch dabei gedacht? Ein Mustang fährt man nicht durchs Gelände hier durch. Ich fahre genau zwischen die Bäume, das ist wie so eine Außen-Power-Situation. So, komm. Gefällt mir wieder nicht. Den Coin will ich mitnehmen. Doch nicht. Lassen wir's. Auch nicht schlimm. Ist ja nicht so, dass ich die Dinger brauche. Für irgendetwas. Nö. Zweimal Gelände rennen, einmal auf der Straße. Das ist doch traurig. Och, Straße. Hey. Der lässt sich genauso scheiße fahren. Kommt mit den Arsch nicht rum. Ne, kein bisschen. Der klebt auf der Straße wie sonst was. Wie ist das, haben wir schon mal geschafft? Jetzt einfach nur durchheizen hier. Pff. Ist klar. So, haben wir das Gelände hier fahren. Haben wir nichts zu tun heute. Nebenbei noch Blümchen pflücken, Pilze einsammeln. Ganz genau. Also ich fand den modifizierten Mustang in der einen Mission deutlich besser. Natürlich den Coin erwischen wir auch nicht. Warum sollten wir auch? Ja, wir nehmen natürlich die Steinwand wieder mit. Aber den auch nicht. Unfall. Stimmt, da müssen wir haargenau durchkommen. Da darf man keinen Millimeter dran weg sein, sonst kriegst du den Coin nicht. Zum Glück abgeschlossen. So, was war gegeben? 247. Gut. Reicht. Was gibt es? Ja. Mehr gibt es nicht? Euer Ernst? Toll. Oh, folgendes. Fahren wir zur Tanke. Und dann fahren wir zum Mini Cooper Event. Weil die Speedforce-Testfahrt nämlich auch mal durch haben. Ich würde mal rein vom Gefühl aus her gehen. Das ist eine recht kurze Folge, aber nicht so schlimm. Wir haben die Castrol Edge-Serie erstmal durch. Und in der nächsten Folge machen wir die Mini-Speedforce-Challenge. Und ja, bis dann, bis zum nächsten Mal und bis dann.